Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gloomhaven. Wir haben es in der letzten Folge endlich geschafft, oder beziehungsweise in den letzten zwei Folgen hat sich das ganze Jahr gezogen, dieses wundervolle Level, wo wir 10 Runden lang in so einem Stück Wald hier auf dem Weg nach Southshield überleben mussten, dritten Anlauf endlich abzuschließen, mussten dabei nicht nur gegen die Gegnermassen bestehen, sondern auch gegen einen sehr sturen, bockigen Bogenschützen, der sich geweigert hat zu schießen und uns gezwungen hat, ihn sofort zu töten, weil das Spiel sonst einfach nicht weitergegangen ist. Hat aber auch funktioniert. Wir haben uns den letzten Metern dann ziemlich durchgelitten, haben das Ganze aber ganz einfach, also locker aus dem Handgelenk natürlich geschafft und haben damit wohl, ich glaube, die beschissenste Mission, die wir bis jetzt hier überhaupt hatten, erfolgreich einmal hinter uns gelassen. So. Jetzt haben wir hier unten endlich die Möglichkeit, uns mal den Story-Quests wieder zu widmen. Und wir würden jetzt On the Hunt angehen, wo wir mit unserem Doomstalker mal ein paar Banditen hinterher tracken wollen. So. Someone tried to wipe out an entire settlement of Orchi. Track them down. Das werden wir auch. Wir haben Banditen, 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 ein paar Wölfe und ein paar Würmlinge. Hört sich nach einer guten Kombi an. Wir haben wieder den Blut in den Quartermaster umgetauscht. Und ich hoffe mal, dass das jetzt hier ganz gut funktioniert. Haben wir mit ihm noch einen zweiten? Ja, haben wir. Wir können noch mal kurz in den Shop vorher gehen. Haben wir noch was Schönes? Nehmen wir hier eine kleine. Warum nicht? Dann können wir unseren Kettenblitz sogar noch einmal boosten. So. Und dann, da wo wir eben aufgehört haben, auf geht's. Kein Event, das heißt direkt rein. During your journey, the Doomstalker explains how he and the other Orchid has crossed the Misty Sea to live in the lands around Demonsgate. He, along with those that now work the land in the small settlement you were traveling to, reject the Orchid way of seeking enlightenment through meditation, instead seeking a deeper illumination through hard labor and in an unforgiving land. When you arrive, the famous forges, fires and blacksmiths of Southshield feel much further away than they actually are among the simple orchid huts and farmland, meeting the hardly stares of the other villagers as you follow the Doomstalker. You could see a rugged, practical resolve in their eyes. He leads you into the chief orchid's hut, who proceeds to describe the attack to you. A few days ago, a small human force had charged the settlement unprovoked, but were clearly unprepared for the Orchids to be as strong as they were, even without the appointed Doomstalker there to protect them. You are about to ask what these humans looked like when an arrow sprouts from the wall beside the chief's head. She needs only point at the bandits closing in on the check's door to show you the perpetrators. Okay, sind wir ja genau rechtzeitig gekommen, um den Angriff hier hoffentlich erfolgreich abzuwehren. Gott sei Dank ist es kein runden Überlebenslevel. Schaffen wir sowieso nicht. Schaffen wir? Schaffen wir auch mit unserem krassen Kettenblitz. Und das wäre Hard Int, das ist schon deutlich sinnvoller. Und dann würde ich mal sagen, auf in die Siedlung. They really came back again? So soon? Someone was paying them well. I recognize their sigil. They're mercenaries. Take them out. One of them must have something on them that points to their employer. Okay. Die haben wohl noch ein paar Tierchen mitgebracht. Wir haben 3 Räume. So. Wollen wir mal schauen. Sind alle Level 3? Und hier hinten ist wieder ein Bogenschütze. Bogenschützen wissen wir ja, mögen wir nicht. Das heißt, wir machen unsere Standard-Kombo mit Race to the Grave mit Fresh Kill. Wobei wir das gar nicht machen müssten. Doch, sollten wir. Gut. Ich denke, Kettenblitzen werden wir erst im letzten Raum. Das heißt, hier ist der perfekte Moment für einen Crystalline Blast. Hm.
hier haben wir einen guten AOE-Spot. Das heißt, mit zwei Schritten und dem Retaliate. Und wo haben wir es? Da, Reckless Offense. Können wir die drei einmal einheizen? Damit haben wir die Möglichkeit. Ah, Moment. Wo eins zurück. Und auch andere Karten, nämlich den wir erstmal das anlegen. Dann haben wir mit ihm die Möglichkeit nach hier. Dann sollten wir sie aber einmal umsetzen, weil wenn der Wolf uns nämlich ganz früh immobilisiert, dann trifft es ihn. Wenn wir mit ihm Fernkampf machen, ist uns das aber egal. Okay, und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Okay, die machen alle Fernkampfangriffe. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns hier bereit. Dann kommen sie auch nicht weg und kriegen ihr Retaliate. So. Dann geben wir uns 3 Schaden. Und säbeln hier einmal rein. Zack. Der erste. Zweite, nicht schlecht. Dafür, dass wir noch insgesamt 5 schlechte Karten haben, war das okay, würde ich mal sagen. Rüstung sei Dank. Deswegen haben wir noch einmal einen Nachteilangriff vom Gegner gekriegt. Das Wölfchen kuschelt uns einmal. Dann kommen die Banditen danach. Das heißt, glaube ich, schlauer an dem Punkt, einen Banditen zu töten. Wobei wir als allererstes, Moment, einmal unsere Aura anmachen sollten. Und den dann hoffentlich einmal, ja. Ja, der ist gefühlt aus dem Leben gesprengt worden. So. Dann werden wir hier drüben einmal verkloppt, leider. Er kommt aber weit genug weg. Nehmen wir. So. Dann. Ein extra Schaden durch den Quartermaster zum Glück. Also einfach mal halbiert. Einfach so. Das gefällt uns sehr. Dann brauchen wir das. Oh, wir können sogar Licht gleich verbrauchen. Das wird ja umso schöner. Versuchen aber auf der Seite hier mal. Ja, und gleich schon einmal gepatzt. Aber einmal Elemente generiert. So, das heißt, wir brauchen. Genau, die Sharpening Kit. Da ist unser Heal drauf. Ärgerlich. Oh, wir können aber, glaube ich, mal seit langem mal wieder hier einmal durch. Kloppen mit dem Speer, das ist natürlich nice. So, dann nehmen wir Press the Attack in Kombination mit müsste so sterben, das heißt, wir könnten im nächsten Schritt irgendjemanden verkrüppeln. So, dann gehen wir mal weiter. Und dann können wir das machen. So, wo haben wir jetzt die klassischen Dinger? Da einmal das und Defiance of Death. So, haben wir genau die passenden Fähigkeiten. Das Problem ist, diese dicken Dinger da kommen leider vor uns dran. Ignorieren wir das. Töten erstmal die hier. So. Ein Problem weniger. Wobei, den könnten wir eventuell töten. Nehmen wir den. So. Und dann einmal mit dem Speer direkt durch die beiden durch. Wenn man plus 1 hinten hat. Oh. Andersrum wäre es noch besser gewesen. Aber
Dazu sage ich nicht nein. So, wir können den Banditen wahrscheinlich sowieso nicht töten, also das ist ja die bessere Option. Dann müssen wir hier halt eine Karte mit verbrennen. Dann ist das halt so. Dafür können wir den jetzt aber auch ordentlich verknüppeln hier, also... Oh, wir können springen. Das heißt, wir springen mal auf die andere Seite. Haben den Patzer mit einem, wo wir sowieso nicht treffen, ganz gut, glaube ich, einmal hingepackt. So, das heißt, wir wollen hier einmal looten und uns... Wie gesagt, wir wollen uns einmal looten. Können wir von hier aus sogar machen. Nicht schlecht. So, Swift Trickery und dann nehmen wir einen guten Schritt. Reicher, einen guten Schritt. Ja, das ist jetzt irgendwie... wisst ihr was? Wir rasten einfach lang. Das passt schon. So. Der kriegt uns auf keinen Fall. So, wir geben ihm polizeiweise mal eine Wunde, falls das mit dem Schaden gleich nicht reicht. Okay, hat gereicht. Dann können wir uns einmal langsam Richtung Tür bewegen, aber nicht ohne vorher den ganzen Raum hier einmal leer zu machen. Und so gleich einen Heiltrank, dann wieder voll. So. Das heißt, wir wollen rein und... Haben wir irgendwas benutzt bis jetzt? Nö. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wie gesagt, wir wollen rein und das Scroll of Lightning einmal hinterherhauen. So. Dann rennen wir einfach spät rein und nehmen einfach mal einen, wie heißt es hier, einen Vogel. So, damit haben wir unseren Tornado. Das Problem ist, mit ihr müssen wir dann möglicherweise zum Schluss rein. Oder wir rasten einmal kurz. Nee, wisst ihr was? Wir nehmen das für die Bewegung und das für uns dann und hauen uns dann vorher noch den Heiltrank rein. Das passt, glaube ich. Schauen wir mal. So, das Problem ist, jetzt sind wir hier irgendwie zuerst dran, wieso auch immer. Das heißt, wir brauchen die Schuhe. Sind egal. Das heißt, wir gehen nach hier vorne. Ach, ist okay. Feuer weg. Und einmal anhauen. So, die chillen. Der macht kaum Schaden. Also wir sollten uns wenn an den dran stellen, damit der nur einen Angriff macht. Wobei brauchen wir gar nicht.
Doch, können wir. Wir können noch hier gehen und dann die Rolle auf den werfen. Wenn wir Glück haben, reicht es. Und wir haben Glück. Dann haben wir den größten Teil Schaden einmal erfolgreich schon mal abgewendet für die Runde. Heißt aber auch, wir gehen einfach rein, heilen uns einmal und das war's. Weil ich tatsächlich hier vor relativ wenig Angst habe. Seht ihr? Ich mach das nochmal. Uns halt einen Schaden, aber meine einen. So, dann schauen wir mal, ob uns unser Heike hier wieder ein bisschen was reißen kann. Ich glaube zwar nicht, aber lassen wir uns überraschen. So. Bumerang auf ihn. Zwei Angriffe. Wir haben Eis, das heißt, wir können da unten sogar stunnen und mit Feuer. Scheiße, das ist auch unsere Feuerseite. Und dann rennen wir einfach mal schon weiter nach vorne. Dann ist Glashammer raus. Und dann können wir den beiden noch eine Wunde hinterher drücken. Das hört sich doch gut an. So. Dann einmal retaliaten. Ach, dann legen wir uns sogar selbst Feuer rein. Das ist ja umso besser. So, blutet. Blutet auch. Null Schaden, aber passt. Bluten. Dann greift unser Idiotenvogel an. Dieser Vogel. Also das ist der einzige Nachteil mit Summons. Die haben überhaupt keinen, die haben einfach kein Brain. Und er hier kann auch nicht zielen. So ein Mist. Na, immerhin hat er überlebt, wie auch immer er das gemacht hat. Na komm, heilen wir den lieber. Und dann können wir hier drüben den Schaden einmal aufteilen. Wenn wir den da drüben stunnen könnten. Oder wir stunnen einfach den da hinten, weil den können wir sowieso Schaden machen. Sonst kommen wir aber ein Stück weiter nach vorne. So, das heißt Eis weg, Licht weg. Dann haben wir den Part einmal erledigt. Ja, damit kann ich leben. So, was machen wir denn da mal Schönes? Aufhauen. Anlegen. Vorbereiten. Und ein, zwei, drei Schritte brauchen wir. Drei Schritte. Sie hat 14 Leben, nee, 12. Das heißt, mit dem hier droppen wir niedrig genug. Okay. Und
Nee, wir probieren den hinteren zu töten. Da haben wir schon einmal Eis drin. Müssten irgendjemandem, glaube ich, eine Mana-Flask geben, tatsächlich. Und jetzt fehlt uns gleich die Luft leider für den ultimativ guten Zug. So. Gucken wir mal, ob uns der Falke da unten gleich enttäuscht. Ich bin so schlecht. Ich bin ja so schlecht. Jetzt haben wir uns da den Weg blockiert. Dann müssen wir halt auf den hier drüben einmal hauen. Geht ja nicht anders. Und das Schöne ist, der greift uns sogar nochmal zurück an dann. So, eiern wir uns hier mal fix durch. So, und ist ja langweilig sonst. Gibt er uns einfach auch instant einen schönen Crit rein. Gutes kann der immerhin nicht critten. Oh, schade, dass wir nicht nach hier kommen. Schade, schade, schade. Da hätten wir beide erwischt. So, aber jetzt haben wir auch mal einen Crit. Bester Speerstoß seit langem. Okay. Burn. So, wir wollen rein. 1, 2, 3, 4. Wir kommen also 2, 3, 4. Kommen also nach hier und können den dann theoretisch töten. Oder wir spielen es andersrum. So. Kettenblitz. Auf 3 Leute dann nur leider. Okay. Haben anscheinend auch keine Schuhe. Das heißt, wir kommen sowieso nur bis nach hier. They brought wild wormlings with them? Who takes wild wormlings anywhere? Someone wanting to destroy a farm. Kill them quickly. They make short work of the Orchid's crops and livestock otherwise. So, das haben wir hier natürlich gut gepult. Und jetzt müssen wir hier natürlich noch einmal einfach also einmal alles. So. Das heißt, wir wollen den. Wollen wir nicht. Wir wollen den, den, den. So. Sind 3 mit viel Schild. Ja. Gute Quote. 3 tot. Können wir den sogar ignorieren, weil der nächste Runde an seiner Wunde stirbt. Dem hilft das Heilen dann leider nicht. Den habe ich gar nicht gesehen, da ist ja sogar noch ein normaler drin. Okay. Wird schon passen. Irgendwie wenigstens ein Erfahrungspunkt. Go, Falk, go. Dann bin ich mal gespannt, ob wir von da irgendwo schießen können. Können wir. Nice one. Also hat schon ein cooles Gefühl, von so weit weg tatsächlich mal drauf zu schießen. Dann können wir die Münzen hier hinten noch mitnehmen und
Ja, dann müssen wir nur noch die restlichen Gegner umhauen. Das ist tatsächlich jetzt relativ gemütlich. Weil wir leider jetzt einmal ein bisschen zerfleischt werden. Aua. Und dein Kumpel kommt auch noch. Bei dem Blast brauchen wir nicht mehr. Geht zum Single Target. Short Resten. Redrawn, die wollen wir auf jeden Fall behalten. Roll of Lightning mit Damage Boost. Race to the Grave mit. Ja, mit was denn? Mit einem Rauswurf. Short Resten. Ist okay. Machen uns vom Acker. Short Resten. Burnen. Reingehen. Draufhauen. Aber hier mit draufhauen, wir wollen jetzt im Schaden noch ein bisschen droppen. Wobei wir hiermit das nicht machen sollten, das können wir nämlich die Runde drauf noch machen. Okay. Das sieht gut aus. Vogel kommt. Dann kriegen die zwei einen Pfeil ins Gesicht. Komm schon. Ja, ein guter Pfeil dabei gewesen. Und der Würmling-Schamane da hinten, der leidet jetzt ein wenig. Gehen wir hiermit mal weg. Weg, weg. Mach's gut, Wölfchen. Oder auch nicht. Gut, das war jetzt nicht ganz so smart. Das müssen wir tatsächlich rangehen. War jetzt auch kein Weltuntergang. So, Wölfchen ist tot. Auch fein. Würde ich mal sagen. Nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir folgendes Setting. Der stirbt automatisch. Das heißt, wir können das jetzt so spielen, dass wir müssen nach hier. Also wir brauchen eine Bewegung 4. Und das und der Rest ist vollkommen egal, beziehungsweise hier wollen wir uns noch auf 2 Schaden runterlegen. Tot. Ah, stimmt, wir hatten mit ihm gerade einen Angriff. Ich habe gerade schon gewundert, warum jetzt hier gerade nichts passiert. So. Haben wir. Laufen wir noch durch die. Anscheinend laufen wir doch nicht durch die Falle durch. Dann können wir hier einmal. Dann müssen wir doch noch hier einmal eine Münze. Die unten hätten wir sowieso nicht gekriegt. Aber die kriegen wir. Wieder mit fast 50 Münzen hier raus. Geschafft! As the last attacker falls, you are able to fully take in the destruction before you. It seems some of the raiders slipped through the fight. Crops and livestock alike lay dismembered. Okay, die haben hier die Felder zerstört. Das können wir ja nicht auf uns sitzen lassen. Wir haben aber auch 3 von 4 Sachen hier geschafft und kriegen The Dirk Lloyd Approaches. Wahrscheinlich eine neue Klasse. Mal 30 Mal Finsternis gerade infused haben insgesamt. Schauen wir gleich mal. Workpoint 6 Erfahrungspunkte. The blood trail led to a merchant's caravan on its way back to Demon's Gate. That caravan often supplies meat to a butcher's shop in the Crooked Bazaar. That's an awfully long way to carry raw meat for a shop, isn't it?
I don't think they've stolen an orchid's livestock just to sell spoiled meat. Even some were like the Crooked Bazaar. You don't think the butcher's shop is a real store, do you? Good. Fronts are one of my favorites, crime to bust, of course. Well, they would be one of your favorites, wouldn't they? What's that meant to mean? Okay. Müssen wir mal gucken, was da so Fischiges abgeht. Aber als allererstes. Einmal zum Trainer. Kein Geld, kein Relikt, keine Dings. Aber eine neue Klasse. Den Mond. Your use of the element of dark has brought the Night Shroud to our guild. He is now available to add via the character menu. Dann fehlen uns nur noch zwei. Tatsächlich. Dann können wir aber hier drüben einmal einen Punkt hinzupacken. Und zwar sind hier, glaube ich, aber die Target-Karten gar nicht so schlecht. Aber die nehmen wir später rein. Wir nehmen erstmal wieder Nuller-Karten raus. Das gibt uns einen relativ guten, konstanten Plus-Pool an Karten. Ansonsten hat leider keiner das aufs nächste Level geschafft. Dann sind wir hier aber erstmal durch. Und dann probieren wir uns bei der nächsten Folge mal hier unten an der Relikt-Quest, würde ich mal sagen. Ich glaube, unsere Konstellation kann erstmal so bleiben, dann leveln wir noch einmal auf. Dann würde ich sagen, werden wir danach hier unten das Bounty-Hunting machen und die Scoundrel einmal für die Berserkerin einlösen. Beziehungsweise austauschen und dann schauen wir weiter. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.